Украинские власти изначально, хочу это подчеркнуть, именно с первых шагов стали строить свою государственность на отрицании всего, что нас объединяет. Неудивительно, что украинское общество столкнулось с ростом крайнего национализма, который быстро приобрел форму агрессивной русофобии и неонацизма. Das ist der Kern der Kreml-Propaganda. 2014 schickt Putin seine Soldaten auf die Krim. Zur angeblichen Verteidigung russischsprachiger Ukrainer sollen sie pro-russische Separatisten unterstützen. Am 18. März 2014 wird die Krim annektiert und an Russland angebunden. Es folgt ein pro-russischer Aufstand im Donbass in der Ostukraine. Die Regionen Donetsk und Luhansk versinken im Krieg. 8 Jahre widersetzen sich von Moskau bewaffnete Kämpfer den loyalen, proeuropäischen ukrainischen Truppen. Mit bereits 13.000 Toten ist der Donbass heute das blutende Herz der großen slawischen Familie. 24. Februar 2022. Wladimir Putin geht noch einen Schritt weiter. Er greift die gesamte Ukraine an. Sie glauben Sie an den Frieden? Nein. Und warum nicht? Wie soll ich mit denen in Frieden leben, wenn sie angeblich die Menschen schützen, aber dann ihre Häuser zerstören? Den Rebellen werfen sie alles Schlimme vor und uns behandeln sie wie Terroristen. Ich persönlich möchte mit den Ukrainern nicht zusammenleben. Das geht nicht mehr. Die Donbass-Region an der russischen Grenze hat weder die ukrainische Revolution anerkannt, noch die neue proeuropäische Regierung. Sie haben ihre eigenen Wahlen organisiert und ihre Unabhängigkeit von Kiew erklärt. Seitdem herrscht Krieg zwischen Donbass und Kiew. Die Regierung will das verlorene Territorium um jeden Preis wieder zurückerobern. In noch nicht einmal einem Jahr hat dieser Bürgerkrieg fast 5000 Tote gefordert. In Donetsk, der Hauptstadt einer Republik, die niemand anerkennt, wechseln Feuerpausen und Bombardements sich ab. Beamtengehälter werden seit Monaten nicht mehr ausgezahlt. Genauso wenig die Renten. Die Lebensmittelverteilung ist heute nur für die Bewohner des Petrovsky-Viertels. Aber diese selbsternannte Republik organisiert sich mit Unterstützung aus Russland. Ein allgemein akzeptiertes Staatsoberhaupt gibt es nicht. Und so ist der Donbass Politikermarionetten und Kriegsherren ausgeliefert. Sie sind die neuen Herrscher eines Landes, das es gar nicht gibt. Eine der ersten Auswirkungen des Maidans war das Referendum auf der Krim. Als die Bewohner der Krim sagten, wenn das euer Weg ist in Kiew, es ist nicht unserer. Die Krim war der jüngste Bestandteil der damaligen Ukraine. Als Geschenk von Khrushchev in den 50er Jahren zum Land gekommen, fühlte sich aber immer russisch. You should know about the Crimea. Zur Krim sollte man wissen, dass nachdem 1991 die Unabhängigkeit proklamiert wurde, es ein Referendum gab. Zu dieser Zeit stimmten die Bewohner der Krim gegen die Gründung einer separaten Ukraine. Und danach kamen einige westliche Delegationen. Als diese westukrainischen Patrioten auf die Krim kamen, hatten sie folgenden Slogan. Die Krim wird ukrainisch sein oder entvölkert werden. Und natürlich erinnerten sich die Krimbewohner daran, denn so ein Satz ist schwer zu vergessen. Und die Menschen auf der Krim hatten genauso begriffen, dass jetzt ein Weg eingeschlagen wurde, der nicht ihrer war. Und sie handelten schnell. Und sie handelten natürlich auch schnell mit Unterstützung Russlands. Die Krim war ein Teil Russlands, über Jahrhunderte hinweg. Sie haben nie aufgehört, Russen zu sein. Und sie sagen nun, nach dem Beitritt zu Russland, und sie haben jedes Recht dazu, dass sie nach Hause zurückgekehrt seien.
Der Aufschrei weltweit war natürlich riesig. Putin hätte sich die Krim einverleibt und würde die ganzen Minderheiten dort unterdrücken. Was an allen Medien vorbeigegangen ist scheinbar, ist die Tatsache, dass Putin ein Gesetz erlassen hat, das alle jemals von der Krim deportierten Minderheiten rehabilitierte. Sie haben alle Rechte und auch das Recht auf Entschädigung. Die Sezession der Krim durch das Referendum der Menschen dort vor Ort war auch das Signal für den gesamten Südosten der Ukraine, sich dagegen zu stellen, was in Kiew passiert, und es nicht einfach so hinzunehmen. Das führte dazu, dass in Donetsk und Lugansk natürlich die Protestbewegungen erstarkten. Noch dazu, weil die Krim sich erfolgreich abspaltete von der Ukraine. Die Menschen der Südostukraine sahen darin eine große Hoffnung und sie waren bestärkt darin, sich öffentlich gegen den Putsch auszusprechen, welcher ja illegal war. Sie begannen von Föderalisation zu sprechen und dieser Moment war sehr entscheidend, denn heute werden diese Menschen als Separatisten und Terroristen bezeichnet. Aber ganz am Anfang war nie ein Wort von Separation oder Ausgliederung zu hören. Niemand sprach davon, sich von der Ukraine abspalten zu wollen. Die Menschen wollten einfach mehr Autonomie. Sie wollten darüber entscheiden, welche Sprache sie sprechen und vor allem, in welcher Sprache sie ihre Kinder unterrichten. Und natürlich wollten sie Eigenständigkeit in wirtschaftlicher Hinsicht. Das heißt, mehr Mitbestimmung darüber, in welche Richtung sich die Wirtschaft entwickeln soll. Der Erhalt einer intakten wirtschaftlichen Zusammenarbeit und kultureller Gemeinsamkeit mit Russland war ihnen sehr wichtig. Die Proteste, die stattfanden in diesen Gebieten, zeigten auf der anderen Seite auch den Leuten in Kiew, dass es anscheinend dieses Mal nicht so einfach werden würde, das Land in eine gewisse Richtung zu bringen, dass sich eine Spaltung vollzog. Und der sogenannte Antiterror-Einsatz, sprich der Krieg gegen das eigene Volk, begann Mitte April, als die ersten Truppen in Richtung Südosten geschickt wurden. Die reguläre Armee wurde mit schweren Waffen ausgerüstet und gegen Zivilisten eingesetzt, gegen Einwohner des eigenen Landes. Das ist irgendwie schwer zu glauben, denn in jedem Staat gibt es die Polizei oder Spezialeinheiten, die sich normalerweise um solchen Aufruhr kümmern, aber nicht die Armee. Am Anfang war es noch das reguläre Militärpersonal, das nicht auf Kämpfen ausgerichtet war und auch keine Zivilisten töten wollte. Es gab also viele Gespräche und viele Fragen. Die Zivilisten fragten: Wieso seid ihr hier? Was wollt ihr mit uns machen? Wir sind doch keine Kriminellen. Это те броневики, которые забрали у украинской армии сегодня? Их никто не забирал, они сами перешли. Сейчас на окраине города прямо тут стоит колонна украинских военных. Как вы думаете, как они будут действовать дальше? Что случится с ними? Ну, они тоже должны перейти на нашу сторону. Первая колонна украинских военных уже сдалась и переехала. Нет, такой информации не было, не проходило такая информация. Вам одно говорят, нам другое говорят. Так же самое там. Кто кому врет, непонятно. Neither part was ready
Keine der beiden Seiten war an einer Eskalation interessiert. Aber die Kräfte, die hinter diesen Ideen steckten, initiierten einige Provokationen, um die Eskalation wieder anzuheizen. Und um eindeutig klarzumachen, dass an dem Weg, den Kiew eingeschlagen hatte, nichts vorbeiführte, war ihnen jedes Mittel recht, um den Menschen klarzumachen, dass sie sich zu beugen hatten. Thema: Geschichtstuning beim Eintracht Krim. Dirk, es ist dein Thema. Legen wir mal los. Was hast du rausgefunden? Gehen wir vielleicht eine Folie weiter. Das kann ich dir zeigen. Diesen Artikel empfehle ich dazu. Strategic Culture ist eine Russland nahestehende Seite, aber wer berichtet auch schon darüber? Und die Frage ist hier in der Überschrift, wer hat eigentlich damals die Krim besetzt? Und das ist ein Faktum, was wenig bekannt ist, nämlich dass am Ende der Sowjetzeit, also das heißt 1991, danach ist das ja Gemeinschaft unabhängiger Staaten, sozusagen Sowjetunion zerfällt. Also bis dahin gibt es die Sowjetunion, gibt es ein Referendum. Und auf der Krim entscheiden sich 94% der Bevölkerung dafür, dass sie eine eigenständige Republik sein wollen und nicht zur Ukraine gehören wollen. Und das wurde beantwortet mit einem Einmarsch 1995, also das heißt, die Ukraine hat das nicht akzeptiert, nachhinein, als die Ukraine dann auch unabhängig wurde. Und 1995 ist die Ukraine einmarschiert mit Geheimdienst und Militär, also SBU ist das, was der KGB in der Sowjetunion war, sind die reingegangen und haben mit Gewalt das rückgängig gemacht. Das ist ein Faktum, also ist historische Tatsache, die wenig bekannt ist. Wenn du mal weitergehst, also das heißt, kann man sich hier durchlesen, ist einmal hier, das habe in Englisch, ich habe es auf Deutsch übersetzt, aber in Anbetracht der Zeit bitte ich dich dann noch weiter durchzugehen. Wir haben in Free21 haben wir den Artikel, mal weiter, also das heißt, auf Free21 ist der Artikel von dem Oberst Baud ausgesprochen, B-A-U-D, noch ein weiter, der ist Oberst des Schweizer Generalstabs gewesen und Geheimdienstoffizier und hat mittlerweile eine Reihe von hervorragenden Übersichtsartikeln geschrieben über den ganzen Konflikt, also aus meiner Sicht eine der besten Quellen, die man dazu überhaupt lesen kann, zum Beispiel mit dem ehemaligen Botschafter, der übrigens auch exzellente Aufsätze schreibt, der ehemalige amerikanische Botschafter in der Sowjetunion von 86 bis 91 oder 87 bis 91, also Gorbatschow-Zeit, packen wir vielleicht noch in den Links rein. Das sind wirklich empfehlenswerte Übersichtsartikel, also neutral. Nicht, dass Sie denken, dass Sie da getuned werden, sondern Sie kriegen Übersicht. Und Bot hat das sehr gut beschrieben. Das würde ich vielleicht mal kurz vorlesen, damit man den Kern versteht. Noch ein weiter. Man vergisst, dass die Entwicklung auf der Krim steht auch in diesem Zusammenhang, war die Frage, man vergisst, dass sich die Krim für unabhängig erklärt hat, bevor die Ukraine unabhängig wurde. Im Januar 91, also noch während der Zeit der Sowjetunion, hat die Krim ein Referendum durchgeführt, um zu Moskau zu gehören und nicht mehr zu Kiew. So ist sie eine autonome sozialistische Sowjetrepublik geworden. Die Ukraine hatte erst 6 Monate später ein Referendum durchgeführt im August 91. Zu diesem Zeitpunkt betrachtet die Krim sich nicht als Teil der Ukraine. Aber die Ukraine akzeptierte dies nicht. Zwischen 91 und 2014 war ein ständiges Tautziehen zwischen den beiden Einheiten. Die Krim hat ihre eigene Verfassung mit ihren eigenen Behörden. 1995, ermutigt durch das Memorandum von Budapest, stürzte die Ukraine die Regierung der Krim mit Spezialeinheiten und erklärte ihre Verfassung für ungültig. Aber das wird nie erwähnt, denn es würde die heutige Entwicklung in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen. Was wollten die Menschen auf der Krim? Sie verstanden sich tatsächlich immer als unabhängig. Ab 95 wurde die Krim per Dekret auch in Kiew ausregiert. Das stand im völligen Widerspruch zum Referendum von 91 und erklärt, warum die Krim 2014, nachdem durch den illegalen Putsch eine neue ultranationalistische Regierung, die total antirussisch war, in der Ukraine an die Macht gekommen war, das ist nach dem Maidan, ein erneutes Referendum abhielt. Das Resultat war sehr ähnlich wie 30 Jahre zuvor. Nach dem Referendum fragte die Krim an, ob sie in die russische Föderation eintreten könne. Es war nicht Russland, das die Krim erobert hat, sondern die Bevölkerung hat die Behörden ermächtigt, Russland um die Aufnahme zu bitten. Es gab auch 97 ein Freundschaftsabkommen zwischen Russland und der Ukraine, und in dem die Ukraine die kulturelle Vielfalt der Minderheiten im Land gewährleistet. Als im Februar 2014 die russische Sprache verboten wurde, war dies eine Verletzung dieses Vertrags. Also das ist so, und nochmal, die Ukraine ist ja mindestens zweigespalten. Im Osten ist die Bevölkerung russisch, kulturell, auch auf der Krim. Und das ist eben, also das ist etwas, was, also sozusagen, als ich es gelesen habe, war ich selber überrascht. Ich kannte das nicht in dieser Form. Und es ist eindeutig, weil wir immer die Frage haben, wie völkerrechtswidrig ist die Annektierung der Krim. Also hier hat das noch eine neue Komponente, weil die Entscheidung der Krim, das so zu tun, ungefähr mit den gleichen Prozentzahlen wie 2014, war vor der Unabhängigkeit der Ukraine. Ist also auch juristisch durchaus interessant und wesentlich. So, und jetzt kommen wir dazu. Darf ich mal eine Frage stellen?
Ja. Ich bin drauf, ja, genau, also ich bin zu hören. Darf ich mal eine Frage stellen? Also, die Krim wurde von der Ukraine militärisch überfallen in den 90ern. Ja. Die Ukraine hat die unabhängige Krim, die sich vorher als für unabhängig von Russland erklärt hatte, behauptet, die Krim würde zur Ukraine gehören und hat sie militärisch annektiert. Ist das richtig? Ja. Ja, so könnte man das sagen. Also die Begründung von Seiten der Ukraine ist, dass diese, dass das nicht verfassungsgemäß gewesen sei, was die Krim da gemacht hat. Aber da kommen wir jetzt in sozusagen schwieriges Fahrwasser juristisch. Man sieht aber, das ist eindeutig, also das Faktum ist einfach, die Bevölkerung der Krim hat sich in einem Referendum, wo man nicht sagen kann, es wurde ja hinterher behauptet, dieses Referendum auf der Krim sei höchst dubios. Die Leute, die ich kenne, die sich mal auskennen, alle gesagt, okay, das ist ungefähr die Richtung, wie die Bevölkerung von der Mehrheit her denkt. Und dann wurde gesagt, das kann man so nicht sehen und das haben sie sich einfach einverleibt und das ist, die haben sich abgespalten, das sind abtrünnige Republiken. Und hier ist die Frage, ganz am Anfang steht, dass die Krim sich abspaltet. Es gibt dann, also dass sie nicht mehr will, dass sie eine eigene Sowjetrepublik wird. Und es gab dann auch eine ganze Zeit lang, ging das noch relativ friedlich hin und her, weil Sevastopol gab es eine Vereinbarung mit von der Regierung, dass der Hafen russisch genutzt werden kann. Zu dem Zeitpunkt war sowohl die ukrainische Marine als auch die russische Marine da drin. Und es gab Abkommen, die gingen bis in die 2040er Jahre. Also auf jeden Fall damals bis in die 20er Jahre dieses, also wo wir jetzt sind. Und das ist dann von der Ukraine gekündigt worden. Also das sind so, dass es hat also eine sich entwickelnde Geschichte. Aber die Geschichte ist auf jeden Fall, am Anfang steht der klar deklarierte Wille der Bevölkerung der Krim, dass sie eine eigene sozialistische Republik noch in der UdSSR werden wollen. Ihr erinnert euch vielleicht, dass, ich glaube 54 war das, glaube ich, unter Chruschtschow ist die Ukraine ja erst sozusagen eine eigenständige Sowjetrepublik geworden. Das hat Chruschtschow, was damals sozusagen nach außen keine Bedeutung hatte. Ja? Aber das ist im Zuge nach 89 ging das los. Ich erinnere auch daran, ich habe das gerade wegen anderer Recherchen, dass sofort von amerikanischer Seite mitgeholfen wurde, dass die Ukraine die Währung, also den Rubel verlässt. Also rausgeht, das war in Zielrichtung, die Sowjetunion zu zerschlagen. Also das heißt, die Staaten über die Währung schon raus. Also, als die Ukraine 1991 unabhängig wurde, empfanden die Russen das als Verlust einer mit ihrer Identität verbundenen Region. Aber auch als den Verlust einer Verbindung zu Mitteleuropa und dem Schwarzen Meer. Daraus resultierten mehrere Streitpunkte mit dem unabhängigen ukrainischen Staat. Der erste betraf die Aufteilung der sowjetischen Schwarzmeerflotte in Sevastopol. Nach schwierigen Verhandlungen erklärte sich die Kiewer Regierung bereit, einen Teil des Hafens von Sevastopol sowie andere militärische Anlagen für 20 Jahre an Russland zu verpachten. Der zweite betraf die Krim, die Chruschtschow der Ukraine 1954 geschenkt hatte. Und die Russland zurückfordert, da 67% ihrer Bevölkerung Russen sind. Kiew kam Russland entgegen und erklärte das Gebiet zu einer autonomen Republik und integralem Bestandteil der Ukraine.